diese Ballung vor Weihnachten, die hat etwas Aufdringliches, was also nicht gut ankommt. Das ist zu viel, man wird überrumpelt. Ne? Ja, das stört schon. Ist manchmal ein bisschen viel, was im Briefkasten landet. Mich stört es nicht wirklich. Also wenn ich nicht möchte, sage ich nein und dann sind die Leute auch nicht aufdringlich. Hier noch Spenden, da noch Spenden, hier noch Flüchtlinge, da noch Kinderheime. Also ich finde, ich mache so viel Gutes auf der Welt. Das soll reichen. Also diese Flut lasse ich an mir vorüberschwappen und warte auf sinnvollere Anlässe übers Jahr verteilt. Ach, wissen Sie, vor Weihnachten, entweder gebe ich was von Herzen oder ich behalte es für mich. Ich gucke schon, von wem das so kommt, ne? Was für Menschen daran beteiligt waren oder so. Ne? Was ich kenne und wo ich selber Mitglied bin oder weiß, dass es wirklich ankommt und für einen guten Zweck ist, also womit wirklich was gemacht wird. Für alles, fürs Rote Kreuz, für die Kriegsgräberfürsorge, für arme Kinder, für arme Frauen, fürs Frauenhaus. Wenn ich spende, spende ich generell für Kinder. Natürlich nicht für alles, weil sonst ist man ja nur noch am Spenden, aber das eine oder andere doch. Für Rote Kreuz, auch für Kinder. Ja, wir haben eine bestimmte Anzahl oder bestimmte Spenden, die wir jährlich was hinschicken und das machen wir eigentlich regelmäßig. Wir helfen im Techter Teiler. Wir unterstützen die Kleiderstube hier am Ort. Ich bin bei der DKMS und das finde ich einfach besser. Also wenn so für Blutkrebs und so weiter halt gesammelt wird, das mache ich lieber, als wenn jemand vor der Tür steht mit irgendeinem Flyer und ich das gar nicht kenne, nicht weiß, wo das Geld hingeht. Ich spende regelmäßig für ein Projekt auf den Philippinen. Das mache ich jeden Monat. Ansonsten in der Weihnachtszeit habe ich bisher, glaube ich, noch nie gespendet. Großartig.